So, Freunde, euer Simon hier, ist es Samstag, Supplement Samstag. Ich stehe in der kleinen Supplement-Ecke und ich stelle euch heute das Pre-Ultimate vor. Ich werde euch sagen, für wen das was ist, für wen das nichts ist, warum ich mich dafür entschieden habe, den so zu machen, wie er ist. Und werde euch so ein bisschen auf die Bestandteile, eingehen und werde euch erklären, warum ich den so unglaublich gut finde. Ich werde mich so ein bisschen zurückhalten, damit ich nicht aussehe wie so ein QVC-Verkäufer. Ich bin aber tatsächlich recht begeistert oder ziemlich begeistert von diesem Produkt, weil ihr wisst, ich mache die Produkte in erster Linie immer für mich. Für mich, damit ich happy bin, damit ich zufrieden bin. Vielleicht deswegen direkt kurz, warum Pre-Ultimate, warum kein Amino, kein BCAA-Produkt vor dem Training, so wie andere Hersteller das haben. Die meisten haben dann ein BCAA-Produkt, die haben dann ein Pump-Produkt und ein Fokus-Produkt. Und dann sagt man auch, ja, und dann könnt ihr euch die zusammenmischen und so weiter. In erster Linie, wenn ihr die zusammenmischt, ist meiner Meinung nach, der eine hat den Geschmack, der eine hat den Geschmack, dann schmeckt das für mich, ich habe das alles rumprobiert, für mich schmeckt das dann sehr, sehr scheußlich. Ich finde es dann auch sehr, sehr teuer, weil wenn ihr euch dann mal ausrechnet, einige werden vielleicht sagen, oh, Simon, der ist aber teuer. Ist er überhaupt nicht. Er ist viel größer als der normale Pre. Und wenn ihr das runterrechnet auf die drei Produkte, ist er viel günstiger, als wenn ihr euch einen Pump, ein BCAA-Produkt und einen Fokus-Booster holt. Viel günstiger. Rechnet euch das mal Proportion aus. Das sind aber auch die Sachen, die ich tatsächlich selbst immer als sinnvoll erachte, um es vor dem Training zu nehmen. Deswegen bin ich auch kein reiner Booster-Freund, weil ich finde, dass einfach essentielle Aminosäuren, besonders die BCAAs, sowohl im Muskelaufbau, aber eben besonders in der Diät, einfach vor dem Workout, in meinen Pre-Workout gehören. Ich weiß, dass da die Leute, die die Wissenschaft jetzt ein bisschen hochhalten, dass das so ein bisschen diskutiert wird, ob es Sinn macht, ob es keinen Sinn macht. Ich finde, besonders vor dem Training macht es absolut Sinn, natürlich in Kombination mit einer eiweißreichen Ernährung. Ansonsten, es ist kein Produkt, was ihr braucht. Und ich glaube, ich werde euch nicht erzählen, ihr braucht das Produkt oder nur mit dem Produkt werdet ihr Muskeln aufbauen. Das ist ganz klar, das wisst ihr jetzt aber auch langsam. Aber das Training bekommt einen etwas anderen Charakter. Ich finde auch, dass dieses Produkt nichts für Anfänger ist. Ich blende euch oben schon mal dann könnt ihr euch das schon mal durchlesen, die ganzen Inhaltsstoffe ein. Alles, was drin ist, ist absolut am Limit dosiert, sehr, 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 sehr hoch dosiert. Die Focus Blend ist sehr hoch dosiert. Wir haben auch von der Pump Matrix, guckt euch wirklich mal die Werte an, wir haben da wahnsinnig viel drin. Es ist wirklich ein Produkt, nicht für jeden Tag. Es ist nicht für jeden Tag. Es ist vielleicht mal einmal die Woche für wirklich sehr, sehr erfahrene Leute, für Profis oder für Leute eben, die sich schon ein bisschen daran gewöhnt haben, auch mal höhere Mengen von Koffein zu nehmen und so weiter. Was bewirkt es? Vielleicht ganz kurz, ich werde noch auf die einzelnen Inhaltsstoffe in den nächsten Samstagsvideos oder mal ab und an mal darauf zurückkommen, weil einige Sachen noch genauer beleuchtet werden müssen. In der Pump-Matrix haben wir zum Beispiel, ihr kennt es alle, das Citrullin, das Arginin in einer sehr, sehr, sehr guten verfügbaren Form. Wir haben aber auch das L-Norvalin, was die ganze Wirkung etwas verlängert, was den Pump einfach verlängert. Und wir haben Hesperidin, was auch die Durchblutung fördert, wird auch in der Medizin angewandt für Durchblutungsstörungen, für unterschiedliche Dinge, die mit dem Blutkreislauf zu tun haben und so weiter. Also fördert auch die Durchblutung, fördert auch den Pump und das eben sehr, sehr, sehr hoch dosiert. Citrullin ist nicht nur für den Pump da, sondern kann auch, und da werde ich euch auch noch ein bisschen genauer zu erzählen, kann auch wirklich die Kraft tatsächlich, die Leistungsfähigkeit beim Training verbessern. Deswegen sind das so Sachen, die absolut Sinn machen und die muss man hoch dosieren. Da reicht es nicht aus, wenn man da 2-3 Gramm hat. Guckt euch mal bitte an, wie viel da drin ist pro Portion. Wir haben pro Portion 28 Gramm reinste Inhaltsstoffe, ohne irgendwelche Kohlenhydratzugaben, ohne Kreatinzugaben, ohne Beta-Alanin. Ihr wisst, das macht vor dem Workout keinen Sinn, außer ihr supplementiert Beta-Alanin zum Beispiel jeden Tag. Deswegen haben wir das nicht drin. Wir haben 28 Gramm reine Wirkstoffe. Und wie gesagt, wir haben die Pump-Matrix. Pump, wie gesagt, keiner braucht den Pump, aber es macht einfach Spaß, wenn man ein bisschen mehr Pump beim Training hat, wenn das motiviert, wenn man sieht, dass das einfach gut aussieht, wenn man sich dabei besser fühlt, wenn das einen einfach dazu bringt, ein bisschen härter, intensiver zu trainieren, sich wohlzufühlen, Nährstofftransport und so weiter. Wie gesagt, Pump-Matrix hat meiner Meinung nach in Pre-Supplement
Supplement sehr, sehr viel Sinn und dann auch erst Sinn, wenn es wirklich hoch dosiert ist, und das haben wir hier in diesem Fall absolut. Dann haben wir die BCAAs, wie gesagt, kann man streiten. Für mich und für die meisten Bodybuilder, wirklich, schaut euch da mal wirklich die ich glaube auch nicht, dass es so lange auf dem Markt wäre. Das war so das erste Supplement, was ich mir damals geholt habe, wenn es nicht wirklich sinnvoll wäre. Die meisten Bodybuilder, wenn ihr sie fragt, was nehmt ihr vor dem Training, die nutzen einfach BCAAs und haben damit sehr, sehr gute Erfahrungen. Und für mich ist es einfach auch so ein Must-Have vor dem Training. Das haben wir auch in einer sehr, sehr guten Dosierung, über 6 Gramm in einem Verhältnis von 2:1:1, also einen höheren Leucinanteil. Wie gesagt, für mich BCAAs hätte ich mir sowieso sonst einfach noch einzeln geholt und vorm Training geholt. Das heißt nicht, dass ich euch sage, ihr braucht BCAAs vor dem Training. Es ist meine Meinung, dass es einfach sowohl für den Muskelschutz gut ist, als auch für die Leistungsfähigkeit. Habe ich aber auch schon im BCAA-Video gesagt, dass die Studien meiner Meinung nach gar nicht so schlecht sind. Aber wie gesagt, das ist jetzt ein anderes Thema, da könnten wir noch über BCAAs diskutieren. Ansonsten haben wir noch die Focus Blend. Und da ist es ganz klar, da kennt ihr meine Meinung, ich bin absolut gegen, was heißt gegen? Ich bin nicht gegen Hardcore-Booster, aber ich bin kein Freund von Hardcore-Boostern und nehme in letzter Zeit gar keinen selbst mehr. Ich habe letztens noch irgendwann einen ausprobiert. Es ist einfach nicht mehr meins. Dieses absolute Hochgepusht-Sein, dieses Herzrasen, das ist nicht meins, das ist nicht meins. Aber eine kluge Focus-Blend, die wir zum Beispiel hier drin haben, eine Mischung aus Koffein, ich habe das Koffein im Verhältnis zum letzten Booster etwas nach unten geschraubt. Es ist immer noch verflixt viel Koffein. Aber ich habe es etwas nach unten geschraubt. Dafür habe ich das Guarana etwas nach oben geschraubt. In Guarana haben wir auch natürliches Koffein, aber es ist etwas... Es entfaltet seine Wirkung etwas langsamer im Körper. Das heißt, ihr habt länger was von diesem Fokus. Wir haben Rhodiola rosea, also Rosenwurz. Das macht euch so ein bisschen, ja, ein bisschen wacher, ein bisschen stressfreier, wird auch ganz viel, lest euch wirklich mal auch zu den Sachen was durch, ansonsten machen wir hier Videos drüber. Es dämmt den Stress so ein bisschen, es macht etwas angenehmer. Cholin-Bitartrat, ihr wisst, bin ich auch absoluter Fan von, haben wir auch etwas hochgeschraubt sogar noch im Verhältnis zum Booster, also auch eine sehr, sehr hohe Dosierung. Wir haben den Grüntee-Blattextrakt haben wir drin in einer sehr, sehr, sehr hohen Dosierung. Ginkgo-Bilboa-Extrakt auch für den Fokus sehr, sehr gut. Das in der Kombination mit dem Ganzen. Habe ich irgendwas vergessen? Ja, ich habe fast noch vergessen, eigentlich das Allerwichtigste, und zwar die Aminosäure N-Acetyl-L-Tyrosin. N-Acetyl, also einfach die verwertbarere Form des L-Tyrosins in einer sehr hohen Dosierung. Und das ist eigentlich für mich so, viele sagen, ja, aber ich kann mir auch ein Koffein nehmen und Citrullin für den Pump und so weiter. Ich finde, diese Aminosäure ist so für mich, was so den Fokus angeht, aber gar nicht so der Fokus, sondern man fühlt sich so ein bisschen freier, man fühlt sich nicht mehr so gestresst, wird auch ganz, ganz häufig eben bei gestressten Personen angewandt und so weiter. Es hemmt so diesen Stresslevel, es lässt einen einfach so ein bisschen sich einfach wohler fühlen. Das ist so das ist eigentlich so meine Hauptaminosäure vor dem Workout, weil ich finde wirklich, dass man sich dadurch etwas wohler fühlt, etwas angenehmer, man hat Lust aufs Training, und das in Kombination mit den ganzen anderen Fokus-Blend oder mit den ganzen Fokus-Inhaltsstoffen macht das Ganze wirklich zu so einem sehr, sehr, sehr angenehmen Fokus. Man ist wirklich wach, man hat Lust aufs Training, man hat wirklich nach so einem längeren Arbeitstag oder am Wochenende, wo man sich richtig mal freut aufs Training, hat man einfach Bock aufs Training. Und dann beim Training den schönen Pump, dann auch für den Kopf, dass man einfach seine Muskulatur schützt, wie gesagt, für den Kopf oder nicht. Man hat einfach noch ein paar gute Aminosäuren mit drin, und das macht dieses Produkt für mich wirklich zu meinem Supplement, zu meinem Pre-Supplement der Wahl, aber eben nicht an jedem Tag, weil ihr euch sonst daran gewöhnt. Wie gesagt, und auch nur für Profis. Ich betone es nochmal. Ansonsten freue ich mich sehr, 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 dass ihr den so super aufnehmt. Vielleicht noch mal ganz kurz, der Geschmack ist der absolute Hammer. Wirklich, also ich war so lange, deswegen hat es auch ein bisschen länger gedauert, ich war so lange damit beschäftigt, ich habe den zurückgeschickt. Ich wollte den Geschmack perfekt haben, und ich hätte nicht gedacht, nachdem wir im Booster wirklich ähnliche Inhaltsstoffe hatten, und der war einfach wirklich schwierig zu trinken, finde ich, haben wir es wirklich geschafft, einen Geschmack zu machen, der mindestens genauso gut ist wie der normale Pre und wie, also in Orange und in Green Apple, schmeckt absolut genial. Ich hätte nicht gedacht, dass es so lecker wird, obwohl das eigentlich eher an zweiter Stelle liegt, aber wenn es auch noch super, super lecker ist, löst sich sehr, sehr, sehr gut.
es ist deswegen für mich und für viele, viele von euch, ich sehe es an den Bestellungen, deswegen, er wird nicht ausverkauft sein, er bleibt im Shop, das ist ganz, ganz wichtig, aber es kann sein natürlich, dass die erste Bestellung erstmal da ist und dass er vielleicht dann eine kurze Zeit, so wie der Green Apple zum Beispiel, kurze Zeit nicht verfügbar ist, deswegen beeilt euch, jetzt mache ich ein bisschen QVC-Werbung, but I'm not done yet. Beeilt euch, bestellt ihn euch im Shop, wie gesagt, testet ihn einfach mal, schreibt eure Erfahrungen, schreibt auch ehrlich, wirklich ehrlich mal drunter, wenn ihr irgendwie konstruktive Kritik an dem Produkt habt, weil da gibt es meiner Meinung nach keine, weil alles sehr, sehr gut durchdacht ist, alles sehr, sehr hoch dosiert ist und deswegen der perfekte Pre-Workout-Booster mit reinem Herzen kann ich euch den geben, weil ich den auch jetzt nur noch nutze. Und deswegen, holt ihn euch schnell, meine Freunde. Abonniert den Channel, bleibt dabei, schaut auf Facebook, Instagram vorbei und geht auf Body Happy Nutrition, falls euch das zum Beispiel zu stark ist und ihr andere Supplements haben wollt. Ansonsten, ihr wisst, Supplement braucht eigentlich keiner. Bis dahin, euer Simon.